und herzlich willkommen auf meinem Kanal, meine lieben Widder. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Sophia und ich würde jetzt gerne mit den Lenormand-Karten und dem großen Rundumblick in euer Leben schauen und kollektiv natürlich, was sich hier so zeigt, was einfach präsent ist, was einfach an Impulsen gerne zu euch möchte. Wenn ihr natürlich Interesse an einer privaten Legung habt, was natürlich dann sehr spezifisch auf euch selbst ist, dann schaut doch einfach auf meiner neuen Website vorbei. Dort könnt ihr dann direkt auch einen Termin bei mir buchen. Ja, in dem Sinne, bevor wir starten, ist mir immer noch wichtig zu sagen, das sind Kollektivlegungen, das heißt, nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte nimm nur das mit, was dir ein Beitrag ist und lass alles andere hier. Guck auch gerne bei deinem Sonnen- oder Mondzeichen oder bei deinem Aszendenten nach. Auch dort findest du immer noch wichtige Impulse. Ja, weiterhin kannst du natürlich deine Liebeslegung auch gerne anschauen und die Wochenbotschaften. Ja, in dem Sinne starten wir jetzt für euch in den kommenden Monat, meine lieben Widder. Ich hätte gerne einmal die Energien für das Kollektiv der Widder. Was ist hier am wichtigsten und beitragendsten in den verschiedenen Lebensbereichen zu übermitteln? Der große Rundumblick für meine lieben Widder. So. Dann schauen wir mal. Ich lege einmal aus und dann gehe ich mit euch zusammen in die Deutung. So, wichtig ist auch noch zu sagen, für alle, die neu dabei sind, die Dame im Lenormand ist, egal ob männlich oder weiblich, immer das, die Person, die hier zuschaut, und der Herr ist immer das Gegenüber, ja? So. Dann schaue ich immer als allererstes, ob eine Karte ins eigene Haus fällt, weil dann haben das immer eine doppelte Bedeutung. So, der Herr, also euer Gegenüber, kann natürlich, wenn es verkehrt herum ist, auch die Dame sein. Das ist immer geschlechterunspezifisch, von daher, ne? Ihr immer hier, euer Gegenüber da. Liegt im eigenen Haus, das heißt, das hat eine doppelte Bedeutung. Diese Person scheint sehr bei sich angekommen zu sein, sehr bei sich zu sein und ja, auch geerdet. Wir fangen aber an bei euch. Ihr liegt im Haus des Rings, ja. Für euch geht es im Dezember um eine feste Partnerschaft oder um einen Vertrag, ja. Wobei, wenn ich hier rundum gucke, es hier eher wahrscheinlich um eine Partnerschaft geht. Der Ring liegt auch im Haus der Liebe nämlich. Von daher geht es hier, denke ich, bei euch im Kollektiv um das Thema Liebe. Ihr selbst schaut auf das Haus, Sicherheit, Fundament, ja. Ihr möchtet hier irgendwo ankommen. Das Ankommen liegt aber noch im Buch des Geheimnisses. Also irgendwas ist hier auch im Häuslichen noch nicht geklärt oder muss einfach noch sich eröffnen im Laufe des Monats. So, ihr habt aber das Glück und den Schlüssel bei euch. Hier oben sind einmal angezeigt, dass man hier entweder Streitgespräche hat, oder dass es darum geht, im Dezember ja eine Aussprache mit jemandem zu haben. Hier hat man mit dem Karma-Kreuz eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt. Beziehungsweise, oder es ist etwas, was karmisch vorbestimmt ist. Hier geht es um Gespräche mit jemandem im Außen, ja, die hier zur Heilung kommen soll. Also hier ist eine Nachricht,
also die Schlange, wo die hinfällt in das Haus, bedeutet, dort soll etwas zur Heilung kommen. Also irgendeine Nachricht soll hier etwas heilen. Man hat hier irgendwie bei euch direkt vor euch eine Reisebewegung. Dadurch kommt Veränderung. Hier muss man aber die Schlauheit aufwenden, beziehungsweise überlegen, ob es richtig ist, diese Reise zu machen. Sogar der Sarg fällt noch ins eigene Haus, sehe ich gerade. Der Sarg im eigenen Haus bedeutet, etwas ist transformiert, etwas ist abgeschlossen. Ja? Hier ist etwas absolut abgeschlossen. Das weiß jeder für sich selbst, was hier abgeschlossen ist. Mit dem Gegenüber im eigenen Haus kann das natürlich bedeuten, beide doppeldeutig, dass hier mit jemandem oder mit eurem Partner, Wunschpartner etwas endgültig abgeschlossen ist, beziehungsweise ja, endgültig abgeschlossen ist, um einen Neuanfang vielleicht auch zu machen. Das ist für den einen oder anderen ja auch möglich. Die Transformation ist auch immer dafür da, um dann Neuanfänge zu machen. Ja, in eurem eigenen Haus liegen die Wolken. Hier ist euch irgendetwas noch nicht ganz bewusst. Ihr habt hier noch ein bisschen die Wolken an euch. Ja, das hat mit der Liebe und dem Gegenüber zu tun, ganz klar. Weil der Reiter liegt im Haus, also die Liebe liegt im Haus des Reiters und der Reiter liegt direkt auf die Unklarheiten zu kommen. Das heißt, hier ist in liebestechnischen Sachen etwas nicht klar. So, und die Störche bringen Veränderung, einmal mit einer Reise, mit einer Bewegung im Häuslichen, zum anderen aber durch die Routen, die Gespräche, die hier fällig sind. Ja? Also ich sage es mal wirklich so, so wie es hier reinkommt, fühlt sich das an, als wenn es längst überfällig ist, hier mit jemandem im Außen zu sprechen. Mit einem Freund, einer Freundin, ja, einem Kollegen oder vielleicht auch mit dem Gegenüber. Ja? Das ist auch für jeden im Kollektiv ein bisschen was anderes. Ja, die Störche bringen immer das, was links davon ist und führen, was dazu rechts ist. Da sie auf dem Kopf sind, müssen wir es so deuten. Der Neuanfang wird auf seelischer Ebene durch die Störche gebracht. Ja? Dieser Neuanfang ist dabei im Moment noch etwas blockiert. Und hier liegt auch noch der Turm des Rückzuges. Ja? Das heißt, entweder ihr zieht euch zurück oder euer Gegenüber zieht sich zurück. Ich würde aber auch sagen, ihr habt euch ein Stück zurückgezogen, weil der Turm im Haus des Hauses liegt. Und das steht immer für Rückzug oder auch für Einsamkeit. Ja? Ja, euer Gegenüber ist sehr spezifisch, guckt aus dem Kartenbild raus. Das heißt, im Moment scheint er eher in Richtung interessiert mich nicht mehr zu gucken oder guckt sehr viel in die Vergangenheit. Eins von beiden, ja. Auch das ist im Kollektiv natürlich jetzt für jeden was anderes, weil bei ihm hat hier etwas sehr an ihm geknabbert, was das Thema Liebe zu euch einfach widerspiegelt, ja, beziehungsweise kann man auch sagen, etwas ist in den Verlust gegangen in der Liebe bei ihm, ja, er hat sich da vielleicht auch ein Stück losgelöst. Ja, sehr interessant ist nämlich hier die Mäuse im Haus des Karma-Kreuzes und das Karma-Kreuz daneben. Das heißt, eine schwere Zeit geht zu Ende für euch, liebe Widder, oder etwas Karmisches, ja, geht hier aus eurem Leben, was vielleicht eigentlich kommen sollte. Das ist auch für jeden anders, beziehungsweise eventuell mit der Schlange kann man hier noch Heilung reinbringen, bei dem einen oder anderen. So, beziehungsweise es kann auch sein, dass hier etwas Karmisches in den Verzug gekommen ist, ja, was jetzt geklärt wird im Dezember, Januar reingehend. So, dann gucken wir doch mal für alle, die Singles sind und jemanden kennenlernen wollen, gucken wir natürlich auf den Reiter. Der liegt in den Lilien, in der Harmonie. Ja, für alle Singles hier kann es wirklich sein, dass jemand auf euch zukommt mit dem Thema Liebe, Partnerschaft. Ja, liegt ja hier auch mit drinne. Die Tendenzen hierzu sind zwar noch verborgen, aber mit den Treffen und den neuen Wegen ist hier eine gute Tendenz dazu gegeben. So, dann gucken wir nochmal an sich in Liebe und Partnerschaft. Ja, die Liebe liegt hier oben im Haus des Reiters. Das heißt, entweder kommt etwas in der Liebe auf euch zu oder ihr geht auf jemanden zu, was das Thema Liebe angeht. Da kommt Veränderung rein mit den Sternchen des Gelingen. Es geht hier um auch eine Seelenliebe, ja, eine sehr tiefe Verbindung,
wo sehr viel Leidenschaft bei ist, wenn ich den Bären spiegele. Und ihr wisst, um wen es hier geht, ja? Wo diese Liebe da ist. Also der Gegenüber liegt schon im eigenen Haus. Das heißt, der müsste für die meisten im Kollektiv bekannt sein. Entweder seid ihr in einer Partnerschaft oder es ist ein Wunschpartner. So, da gibt es nämlich auch ein Geheimnis noch, was jetzt gelüftet wird anscheinend in diesem Monat. So, dann schauen wir mal weiter. Hier im Haus des Herzens liegt die feste Partnerschaft. Ja, also hier geht es wirklich bei euch darum, ihr wollt hier eine Lebenspartnerschaft, ja, wo wirklich was erstrahlt, wo das Glück bei ist, die Lilien, die Harmonie, die Sexualität, ja, wo alles, ja, auch gleichzeitig ein Freund, ein beständiges Beieinandersein, ja, aber irgendetwas macht euch hier im Außen noch Konflikte, beziehungsweise vielleicht traut ihr es euch im Außen auch noch nicht so kundzugeben, ja. Wobei es hier im Außen auch zu treffen geben wird und das Außen scheint der Schlüssel zu sein. Der Schlüssel liegt im Haus der Schlange, der weiblichen Person beziehungsweise der Heilung des Verzuges. Ja, auch damit müsste fast jeder im Kollektiv wissen, um was es geht. Ja, das ist von der Energie auf jeden Fall, da neue Wege zu gehen, die wirklich erstrahlen. Für den einen oder anderen kann hier auch noch eine Trennung im Vorfeld schon gewesen sein von einem Ex-Partner, weil der Ex-Partner liegt mit dem Turm. Für all die, die hier in einer Dreiecksbeziehung waren, geht definitiv im Dezember eine Person raus. Was aber nicht heißen muss, dass gerade mit dem Sarg und dem Mann im eigenen Haus, dass es hier nicht darum geht, dass man unbedingt in die Partnerschaft kommt, wenn ihr euch das wünscht. Ja, dann gucken wir mal weiter. Die feste Partnerschaft, hatten wir ja gesagt, die Liebe, die feste Partnerschaft liegt im Haus von euch. Das ist euer Wunsch, hier in eine feste, solide Partnerschaft zu gehen. Und die liegt im Haus der Liebe. Das heißt, hier geht es darum, jemanden, den man wirklich liebt, wo man wirklich in eine Partnerschaft gehen möchte. Ja, also das ist eine sehr schöne Energie. So, dann schauen wir nochmal ins Berufliche. Die Berufskarte, also das Haus des Berufes ist hier unten im Karma. Etwas im Beruflichen ist sehr, sehr schwer oder schicksalhaft vorbestimmt in diesem Monat, dass dort Veränderung kommt, ja. Ich habe den Beruf hier bei euch im Haus des Turmes liegen. Das heißt für die einen, entweder sie gehen in eine Selbstständigkeit, beziehungsweise, dass es darum geht, selbstständig zu arbeiten, oder dass man sich hier auch ein Stück trennt oder zurückzieht. Hier kommt Veränderung mit den Störchen. Man hat hier auch ein bisschen die Belastung und die Unklarheiten. Das hat auch für den einen oder anderen im Beruflichen natürlich mit dieser Partnerschaft zu tun. Warum auch immer, das weiß auch nur jeder. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man vielleicht, wenn man sich hier mit dem einen oder anderen doch trennt, auf einmal zu weit weg von der Arbeit ist oder dass man sagt, man arbeitet zusammen, man möchte sich deswegen aus dieser Arbeit lösen. Da kommt Veränderung, aber positiv mit den Blumen. Ja, hier kommt etwas in den Verzug, aber es soll so sein, dass hier eine Veränderung kommt. Auch wenn euch das vielleicht noch nicht ganz klar ist. Ja, dann schauen wir doch nochmal in die Finanzen. Die Finanzen liegen im Haus der Sense. Das bedeutet, entweder ist hier die Ernte eingebracht oder es geht darum, dass hier viele, viele Ausgaben ist. In dem Falle bitte ein bisschen drauf achten. Hier kommt aber über das Berufliche, ja, wirklich das Gelingen und die Besserung rein. In den Finanzen an sich im Haus habe ich die Routen. Das heißt, es kann sein, dass ihr hier Gespräche führt mit irgendwelchen Ämtern im Außen, was Finanzen angehen. Das war vielleicht auch nicht ganz einfach, die finanzielle Situation bei dem einen oder anderen hier im Kollektiv. Aber die Konflikte, ja, sind noch da, aber ich habe das Gefühl, hier kommt eine gewisse Beruhigung und Stabilität mehr rein. Man muss aber mit dem Fuchs gespiegelt immer noch die Schlauheit in den Finanzen aufwenden. Ja, ganz wichtig. So,
Dann gucken wir nochmal in Freundschaften. Irgendeine Freundschaft ist hier nicht echt. Ist hier so ein bisschen der Fuchs der Falschheit drauf, ja? Guckt bitte, welche Freunde in eurem Umfeld euch nicht gut tun, die euch vielleicht etwas spiegeln, was nicht den Tatsachen ist oder die nur dann da sind, wenn schön Wetter ist, sage ich immer. Und guckt bitte mal auch die, wenn es schlechte Zeiten sind, die dann bei euch sind. Also hier ist jemand nicht ehrlich. Und auch was die Freundschaften angeht, liegt im Haus des Mondes, der Belastung, ja. Aber auch hier werden irgendwelche Masken fallen, diese psychische Belastung geht raus. Ihr werdet hier im Laufe des Dezembers schon erkennen, welche Freundschaften ehrlich sind und welche nicht, ja. Ich habe hier sehr schöne Freundschaften, Lebensfreundschaften, ja, mit der Verwurzelung, die wirklich da sind. Und ihr werdet hier auch neue Wege, was Freundschaften angeht, auf jeden Fall, ja, einschlagen, habe ich so das Gefühl. Ja, ihr Lieben, ich glaube, das waren jetzt... Nee, das Häusliche haben wir noch nicht geguckt, oder? Das Häusliche, da ist noch etwas im Geheimen, aber das haben wir, glaube ich, doch schon einmal mit angerissen. Und der Turm der Einsamkeit, dass ihr euch hier so ein bisschen zurückgezogen habt. Ich glaube, das ist so an Kernaussage das meiste, was hier jetzt wichtig zu übermitteln ist bei euch. Gucke nochmal, ansonsten nehme ich jetzt ab euch von der Personenkarte jede fünfte Karte raus und lege nochmal für euch eine Zusammenfassung des großen Bildes. 2, 4, 5, die treffen die Blumen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr noch weitere sehen wollt, dann aktiviert auch gerne die Glocke oben. Teilt auch gerne mein Video, da freue ich mich immer mega rüber. Bin ich auch sehr dankbar, dass ich noch mehreren Menschen ein Beitrag sein kann. Ja, und über jeden Kommentar, über jeden Daumen hoch freue ich mich natürlich auch total mega. Und finde es toll, wenn ihr aktiv hier auf meinem Kanal mitmacht. Ja, und in dem Sinne bedanke ich mich natürlich für jeden Einzelnen, der mich hier unterstützt, der mir hilft, der mir ein Feedback gibt. Und das macht mir dann auch immer total viel Spaß. So, jetzt legen wir die mal wieder hin. Und dann gucken wir nochmal in der Gesamtzusammenfassung. Haben wir hier. Es geht hier um das Gelingen, in die Harmonie zu kommen. Ja, hier wirklich seelisch in Einklang zu kommen. Hier ist viel Unruhe, viele Gespräche. Hier knabbert etwas an einem, einen Verlust. Ja, hier ist so aber die Sense in den Verlust, ja, in die Mäuse. Das heißt, man kann das Ganze noch retten. Ja, man kann diesen Verlust noch cutten im Häuslichen. Das hat was mit dem Häuslichen, mit dem Fundament, mit euch selbst zu tun. Ja. Ich bin gespannt, ihr Lieben, welche Seelenbotschaft darf ich denn meinen lieben Widder hier für den Dezember noch übermitteln? Uiuiui, jetzt fällt sie runter, jetzt muss ich sie mal wiederholen. So, die Bildung. Deine Seele verlangt nach mehr. Sei offen und neugierig und bilde dich weiter. Ja, also hier geht es bei der Bildung nicht um die rein klassische Schulbildung, sondern um die Seelenbildung. Ja, hier geht es darum, sich seiner Seele und den seelischen Prozessen bewusst zu werden, ja, um sich weiterzuentwickeln. Meine Lieben. So, und dann ziehe ich euch abschließend, uiuiui, da ist ja jetzt irgendwie Dynamik drin, ein Krafttier, was euch begleitet, beziehungsweise eine Botschaft, die einfach noch wichtig für euch, liebe Widder, in dem kommenden Monat Dezember sein wird. Die will raus. Das habe ich gespürt. So, das ist der Fuchs. Auf den richtigen Augenblick warten, vollständig in das Leben hineinfinden, mit Strategie vorgehen, ja. Hier scheint es wirklich darum zu gehen, strategisch zu sein, ja. Hier ist irgendetwas kaputt gegangen, hier ist irgendwas, was noch an euch knabbert. Euch da wirklich den seelischen Prozessen bewusst zu werden, ins Leben reinfinden wieder, ja. Leichtigkeit, Freude, Spaß, Harmonie zuzulassen, ja, diese ganzen seelischen Prozesse, die ich hier auch liegen habe.
aber das Ganze auch ein bisschen strategisch, ja. Also niemanden überrumpeln oder so vorschnelle Entscheidungen treffen, sondern man soll sich seinen Seelen genau bewusst sein, bevor man den nächsten Schritt macht. Das ist, glaube ich, so diese Kernaussage hiervon noch. Ja, in dem Sinne, meine lieben Widder, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen mega tollen Dezember. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier auf dem Kanal auch im nächsten Jahr wiedersehen. Bis dahin, alles, alles erdenklich Liebe. Eure Sophia. Tschüss.